Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sehen hier gerade Kalypso, eigentlich mein Lieblingsplanet, der hier gerade Terra geformt wird, wenn es dieses Verb gibt. Und leider, muss ich sagen, leider haben sich jetzt hier tatsächlich ganz schlechtes Timing. Hier diese Ultramenschen, wir haben hier einige, das ist zum Beispiel ein Ultramensch, genetisch gebildet aus den normalen Menschen. An sich ja nicht schlecht, schnelle Fortpflanzung, langlebig, Anpassung. Tropisch aber, und das ist das Problem, wirklich schlechtes Timing. In nicht mal etwa, naja doch, in etwas mehr als einem Jahr ist hier das Terraforming vorbei und dann ist das kein tropischer Planet mehr, sondern eine kontinentale Welt. Oh Mann, das ist ein bisschen ärgerlich. 6 von 14 sind jetzt schon so drauf und wenn sie sich schnell fortpflanzen, werden sie hier vielleicht die dominante Rasse werden. Na gut, wir können sie vielleicht später nutzen, um von dort aus weitere weitere tropische Welten zu besiedeln. Insofern vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, ansonsten, warte mal, ich guck mal nochmal beim Schlachtschiff rein, denn wir sollten hier, das habe ich ganz vergessen, dem Ganzen auch einen Namen geben, der passend ist. Und ich denke, für den grünen Frieden und das größte Schiff des grünen Friedens, da ist die Pax-Klasse eine schöne Bezeichnung. So, sehr schön. Gut, wir machen weiter und warten jetzt vor allem als nächstes auf, Research complete. ja, darauf, dass die Forschung vorbei ist. Ah ja, wir haben jetzt die einfachen Jäger- und Bombergeschwader, sehr schön. Diese bemannten Trägergeschwader starten von einem Mutterschiff und verlassen sich auf ihre Geschwindigkeit und geringe Größe, um die feindliche Verteidigung zu durchdringen. Und wir haben neue Forschung. Festung. Oder neue Gebäude. Trefferpunkte Hülle 5%. Reichsmodifikator. Das ist natürlich was Feines. Verwüster-Torpedos. Panzertorpedos. Ja, nicht schlecht, aber ich glaube, ich nehme erstmal diese Rumpfintegrität. Plus 5% Trefferpunkte nimmt man ganz mit, gerne mit, glaube ich. Okay. Dann. Construction complete. Was haben wir jetzt abgeschlossen? System Survey nur complete. ein Ships Gebäude upgraded. und die Schiffe sind Construction abgegradet. complete. Sehr schön. So, das heißt, die Erde ist frei für die Schlachtschiffe. Jetzt fehlen uns nur noch die entsprechenden Mineralien. Und vor allem, lasst uns hier nochmal gucken. Wir können ja bei den Schlachtschiffen noch was verändern. Wie? Habe ich das nicht gespeichert? Ach so, Pax ist jetzt natürlich extra. Alles klar. Dann wollen wir das mal wieder löschen. Genau, ganz vergessen. Und hier wollte ich doch noch. Ja, genau. Dann lasst uns das jetzt mal noch ein bisschen umrüsten. Leider ist es jetzt ein bisschen doof gelaufen. Ich wollte ja hier gerne zwei Hangar haben. Und dann nehmen wir hier doch lieber diesen hier. Genau. So, dann packen wir hier erstmal jeweils einen Bomber und ein Jägergeschwader rein. In diese kleinen Slots packe ich dann dementsprechend zwei. Nur einmal. Machen wir nur einmal, ja. Punktverteidigung rein und dann. Ja, dann machen wir mal noch einen Kurzstreckenlaser und zwei Gaussgeschütze. Und da hauen wir jetzt die Torpedos rein. Jawohl. So. Und hier ist alles wieder verändert. Ist egal. Automatisch fertigstellen. Ja. Dann machen wir die Panzerung dazu. Und das muss auf defensiv. Und dann haben wir es, glaube ich. Das ist jetzt die neue Pax. Ich weiß nicht, ob es vielleicht klüger ist, hier nicht so stark auf Schilde zu gehen, sondern stärker auf Panzerung. Würde mich mal eure Meinung interessieren. Ist möglicherweise bei Schlachtschiffen besser? Ich weiß es nicht genau. Wir machen es jetzt erstmal so und müssen schon wieder upgraden. Ne, müssen wir noch nicht, weil unser Schlachtschiff noch lange nicht fertig ist, was wir gerade Nubia bauen. Insofern ist auch kein Upgrade nötig. Okay, wir haben 100 Einflusspunkte schon wieder. Das heißt eigentlich. Eigentlich wäre jetzt auf Aurora, glaube ich, die planetare Hauptstadt mal fällig. Das machen wir jetzt auch noch. Ah, das kostet uns natürlich 500. Nee, Leute, das sparen wir lieber auf und
bauen davon das Schlachtschiff, das jetzt schon 1208 kostet. Müssen wir noch den Monat abwarten. Dann ist es möglich. Und dann machen wir als nächstes, denke ich, die planetare Hauptstadt. Aber was wir auch bedenken müssen, wir sollten auch noch, glaube ich, eine zweite Invasionsarmee bauen. Die Gegner werden größer und schwerer, da sollte man ein bisschen flexibler sein. Okay, lasst uns jetzt mal hier gucken. Ist es hier schon möglich? Boah, Leute, ich finde das immer nicht. Ach, hier ist es. Nee, noch ist es nicht möglich. Wir brauchen 500. Also noch einen kurzen Monat warten. Und dann machen wir das. Gut. So, sehr schön. Dann denke ich, sind als nächstes die Truppen dran. Auf Kalypso haben wir schon eine Armee und die nächste werden wir dann hier. Ja. Es ist halt die Frage, wo wir noch Platz haben. Ist hier schon irgendwas? Ne, hier ist noch nichts. Dann können wir eigentlich mit gutem Gewissen rekrutieren. Wir machen das wieder so: Hälfte Roboterarmee, Hälfte menschliche. 1, 2, 3, 4, 5. Aber mehr geht nicht. Wir haben zu wenig Mineralien. Dass das jetzt echt auch nochmal die Engstelle wird, wer hätte das gedacht? Aber gut, es geht relativ fix mit plus 154. So, gut, dann müssen wir noch bis 300 warten, dann können wir noch die restlichen menschlichen Armeen bauen. Ja, und dann Nubia. Achso, wir haben natürlich noch gar nicht die Flottenkapazität eigentlich für das zweite Schlachtschiff. Aber ich denke, unsere Energiereserven werden das aushalten, wenn wir mal ein bisschen über den Limit sind. Gleich wird es fertiggestellt sein. Hier in Nubia. Können wir uns ja mal anschauen. Da ist es. Tada. Sehr schön. Und gleich haben wir einen toten. Oh, Scott Cartwright ist gestorben. Oha. So weit entfernt. Jetzt müsste man eigentlich ihn zurückschicken. Aber wir stellen uns vor, auf dem Schiff selbst gibt es irgendwie einen zweiten Offizier. Wobei, eigentlich jetzt mal ehrlich, brauchen wir den jetzt hier? Ja, es ist zwar ganz nett, was der hier so erkundet. Wobei, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich macht diese Erkundung hier fast mehr Sinn, als hier noch irgendwas zu erkunden. Insofern können wir doch vielleicht hier von Phoenix unsere Fernanda Battista mittels eines, keine Ahnung, eines eigens gebauten Transportschiffes dann dorthin transportieren. Ja, ja, das ist der klassische Beam, den man ja machen kann. Kann man die irgendwie rauskriegen? Normalerweise geht das doch, ne? Wartet mal. Kann ich die hier? Doch, die kann ich einfach abberufen, indem ich hier auf das Schiff gehe. Ja, genau, da kann ich sie einfach nehmen. Genau, abrufen, übernehmen. Und jetzt ist sie wundersamerweise am anderen Ende der Galaxis. Da sehen wir jetzt mal ein bisschen drüber hinweg. Und ihr vereinigt euch bitte das Schlachtschiff. So, 253, 256, das ist doch ganz okay. Wir haben ja bald die plus 10%, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist ja gar nicht mehr so lange hin. 8 Monate. Kein Thema. So, das heißt, was ist hier auf Aurora los? Das dauert ein bisschen. Angriffsarmee. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Doch. Aber eigentlich wollte ich ja wieder jeweils 6 haben, ne? Weiß gar nicht, warum ich hier 5 abzähle. So, jetzt haben wir 12. Sehr schön. Müssen wir sehen, ob wir uns für die auch noch einen General leisten oder ob das vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Wir werden sehen. Wir können eigentlich Kalypso schon mal in Bewegung setzen. Hier so ein bisschen ins Grenzgebiet. Aber erstmal müssen wir sie natürlich entsenden. Was natürlich auch Energie kostet, aber so ist das halt. So, dann bist du schon mal
in der Nähe, Sefking. Und unser Großkampfschiff ist noch auf dem Weg. Und Calypso ist jetzt tatsächlich erfolgreich kontinental geworden. Oha, na jetzt werden sich ja, also sowohl ich als auch vermutlich die Ultramenschen werden sich jetzt ein bisschen ärgern über diese Situation, oder? Auf jeden Fall ist die Zufriedenheit jetzt wieder dort auf 60%. Und ich weiß jetzt gar nicht, eigentlich müsste es demnächst vielleicht am Monatsbeginn dann auch hier wieder alles normal werden, was die Credits betrifft. Nee. Hallo, Zufriedenheit. Warum minus 50%? Wir haben keine mehr. Der Malus müsste eigentlich weggehen. Naja, ist hoffentlich nur eine Frage der Zeit, dass sich das richtig entwickelt. So, die Erde. Wir warten auf die Erde, wir warten auf das große Schlachtschiff der Erde. Und dann will ich doch mal spaßenshalber das ausprobieren, dieses hier MacArthur, die MacArthur-Klasse zu bauen. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Vermutlich, es hängt sicher damit zusammen hier mit dem Imperium oder ich weiß auch nicht. Irgendwo hatte ich gelesen, dass so ein Riesenschiff damit verbunden ist. Nee. Bin nicht ganz sicher. Naja. Gut. Keine Ahnung, was die MacArthur-Klasse ausmacht. So, die Erde ist gleich fertig. Sehr schön. Sehr schön. Dann wird Na Deng hier eine große Aufgabe bekommen. Eine ziemlich unerfahrene Anführerin. So, jetzt haben wir erstmal das andere Großschiff, das sich jetzt hier noch verbindet. Und jetzt sind wir einsatzbereit. Jetzt werden wir, glaube ich, mal in Richtung Feind fliegen. Und uns schon mal hier gemütlich machen. Und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Also unterlegen, eben würde ich überlegen, da hat sich nichts verändert, auch in der diplomatischen Situation. Oh, wir sind bei minus 85, wenn wir unsere Flotte unterwegs haben. Aber okay. Ja klar, weil wir auch natürlich hier über dem Limit sind. Das wird einiges ausmachen. Mal sehen, was wir jetzt erforscht haben. Die Flottenkapazität. Und da sind wir schon wieder unter. Und wir haben... Na, mal sehen. Sehr schön. Also, die plus 10% könnte man theoretisch gleich noch ein Schiff nachlegen. Aber wir machen erstmal eine neue Forschung. Und es ist möglich, die Klonarmee. Ja. Oder Alien-Haustiere. Aber irgendwie passen Alien-Haustiere. Passen doch nicht zu einem Imperium. Anführerlimit, Erlasskosten. Ist auch nicht schlecht. Forschung ist auch eine Sache. Aber ich denke mal, eine Klonarmee ist ganz im Sinne unseres neuen Imperators. Das ist sozusagen der Akzent, den er setzen wird. Die Klonarmee losschicken kann er leider noch nicht, weil wir gerade noch eine Roboterarmee am Start haben. Na gut, lasst uns erstmal abwarten, bis hier unsere Flotte in Grenznähe sind und wir die Kriegserklärung aussprechen können. Ja, das dauert seine Zeit. Wobei wir jetzt auch schon wieder viel angesammelt haben. Was haben wir hier? Die Liga von Junia und Zigmok. Das ist hier weit im Süden. Betrifft uns jetzt nicht so sehr. Aber wir haben schon wieder so viel Mineralien, dass wir vielleicht hier doch nochmal, bevor es losgeht, über die Planeten gucken können. Hier entsteht neues Kraftwerk 2. Hier können wir einmal upgraden, immerhin. So. Feintuning-Verteilung müssen wir jetzt nicht machen. Ich mache jetzt einfach mal nur die Upgrades. Das können wir uns jetzt durchaus leisten. Hier mal wieder was zu tun. Nubia, wie sieht es hier aus? Ja, wir wollten unbedingt jetzt auch einen Hub bauen. Das machen wir jetzt mal. Energie-Hub 1. Warum wandern die aus? Warum wandern die Menschen aus? Ist doch alles in Ordnung hier. Jetzt haben wir nun den Planeten hübsch gemacht für euch und jetzt wandert ihr aus. Ich bin ein bisschen beleidigt, muss ich mal sagen.
Okay, graden wir das ab. Das auch. Wir können eigentlich hier mal tauschen. Ja, machen wir jetzt die normalen Upgrades hier unten. Was haben wir jetzt eigentlich an Nahrung? Plus 8. Ja, komm, das ist in Ordnung. Dann geh doch mal bitte hier rein. Dann machen wir auch noch ein Upgrade. So, hier machen wir Physiklabor. Hier fehlt ein Einwohner. Hier kommt das Upgrade. Hier kommt es auch. Okay. Wer entsteht neu? Da entsteht einer neu. Den setzen wir dann aufs Energie-Hub. Und ich denke, so lange geht das hier mit der 6 Nahrung. So, und hier hat sich hier was getan. Auch ein bisschen. Noch keine 5 Einwohner, um hier den nächsten Ausbaustufe hinzukriegen. Aber wir entfernen schon mal ein bisschen. Beziehungsweise hier müsste man auch schon mal ein bisschen was bauen. Machen wir nochmal eine Farm. Und hier auch. Damit reicht es dann aber auch mit Farmen. So, und jetzt haben wir auch wieder keine Mineralien mehr. Perfekt. Hat das gereicht. Und unsere große Flotte ist auf dem Weg. Hoffentlich auf alle Eventualitäten eingerichtet. Was haben wir jetzt? Migrationsabkommen. Das uns jetzt nicht groß berührt. Aber lahmarschig ist sie natürlich. Jetzt, wo die großen Schlachtschiffe dabei sind. Und wir lassen es schon schnell laufen. So. Die Paladin und die Cerberus sind hier am Start. Und was kommt jetzt hier bitte? Ein Vorschlag. Die Interstellare Tumbatoren-Konföderation, das ist glaube ich dieser Vasall, möchte Sternenkarten tauschen. Ja, wir können jetzt hier keinen Ärger mit unseren Nachbarn gebrauchen, deswegen werden wir dem mal zustimmen. Und dementsprechend haben wir neue Aliens getroffen. Interessant. Hier unten, von denen hatten wir noch nichts erfahren gehabt. Wir können jetzt die untersuchen. Ich glaube, das mache ich sogar. Da kriegen wir dann wieder ein bisschen Einflusspunkte, die für uns ja sehr, sehr wertvoll sind. So, gleich befinden wir uns am Ausgangspunkt möglicher Unternehmungen. Was ist das hier eigentlich gewesen? Garantie, Zigmok und Hisma. Das ist da wieder im Süden. Okay. Soweit, so gut. Jetzt sind wir da, liebe Leute. Jetzt sind wir da und jetzt werden wir, glaube ich, auch prompt den Angriff erklären. Den Krieg erklären. Der Tag, an dem das Urteil über euch gesprochen wird, rückt immer näher. So. Oh, verdammt. Ihre Flottenstärke hat sich auf ebenbürtig erhöht. Sie sind mit der Zeit stärker geworden als wir. Egal. Wir versuchen es trotzdem. Wir erklären den Krieg. Und wir wollen sie vasalisieren am liebsten. Warum 97 bis 107? Was soll das denn bitte bedeuten? Warum ist das variabel? Versuchen wir es einfach. 97. Okay, perfekt. Reicht. Reicht. So, die sind auf unserer Seite. Angreifer einladen. Mehr ist da, glaube ich, nicht drin. Hier die Freunde im Süden, die Vereinigten Chianati-Planeten. Ne, die wollen alle nicht. Okay, logisch, bei den Kriegszielen fertig und bestätigen, Leute. Es geht los. Der Krieg ist erklärt und puh, vor allem müssen wir jetzt gucken, wo die gegnerische Flotte sind. Wir wissen relativ wenig. Wir wissen vor allem nicht, wie die sich eigentlich bewegen, was für einen Antriebsart die haben. Aber wir machen uns einfach mal auf die Socken. Wir werden mit der Transportflotte dann... Na, da bleiben wir noch ein bisschen mal im Hintergrund. Nicht, vielleicht sogar noch weiter im Hintergrund, wo wir uns ein bisschen verteidigen können. Nicht, dass wir überrascht werden und unsere ganzen schönen Roboter verlieren.
Das wäre doch tragisch, oder? So, was haben wir hier? Wir haben erstmal nur ein Forschungsschiff. Okay, Leute, ich denke, wir werden uns dann mal gleich hier auf die Socken machen, den Raumhafen zu erledigen und den ersten Planeten zu bombardieren. Und dann bin ich schon mal gespannt, auf welchem Wege sie uns hier begegnen werden. Also, bleibt dran, macht's gut, euer Steinballen.